Jesus Christus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mit dem Spruch für den heutigen Himmelfahrtstag aus Johannes 12 begrüße ich Sie alle herzlich zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie uns eingeladen haben zu sich nach Hause, damit wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Alle Lieder, die wir heute singen, sind aus dem Liederbuch Zwischen Himmel und Erde. Die Videobeschreibung finden Sie unten und den Link zu den Liedtexten. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir sind zusammen im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat, die Quelle des Lebens, die Luft, die wir atmen und die Sonne, die uns wärmt. Im Namen des Sohnes, dessen Liebe und Zuwendung den Tod besiegt hat und Leben in Fülle schenkt. Im Namen des Geistes, der unser Leben mit Verlangen nach Vollendung reich macht. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände nie im Stich lassen wird. Amen.
Ich lese Worte aus dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. Ich bete weiter zu Beginn unseres Gottesdienstes. Herr unser Gott, auch wenn die Nachrichten und Zeitungen von der Corona-Krise gefüllt sind, wissen wir doch, dass die Probleme, die uns früher beschäftigt haben, nicht einfach verschwunden sind. Flüchtlingskrise, Kriege, Ausbeutung der Ärmsten und der Klimawandel, all das findet noch statt. Wir ahnen, dass diese Krisen auch mit uns zu tun haben und wir an ihrer Entstehung beteiligt sind. Aber ebenso wissen wir, dass wir aus all dieser Verstricktheit nicht vollkommen herauskommen, so viel wir uns auch bemühen. Wir bleiben immer etwas schuldig. Ohne Schuld kann niemand leben. Da ist es gut zu wissen, dass du uns wie ein liebender Vater beistehst und unsere Schuld von uns nimmst. Amen. Ich lese aus Lukas 15. Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach: Wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brote, die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu deinem Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an,
fröhlich zu sein. Amen. Ein schönes Bild. Ein Vater, der mit offenen Armen vor dem Zuhause steht und den Sohn empfängt, ihn in die Arme schließt, dankbar und glücklich ist, dass er wieder da ist. So, wie es die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Für Jesus ist vollkommen klar, dass es auch so sein wird, wenn er wieder zum Vater in den Himmel kommt. Im Johannesevangelium heißt es, Jesus spricht: Vater, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme zu dir. Du und ich, wir sind eins. Du bist in mir und ich bin in dir. Als Jesus das sagte, wusste er, was auf ihn zukommen würde. Ihm war klar, dass die kommenden Tage sehr schwer werden würde. Aber er wusste auch, dass wenn das Schlimme überstanden war, er wieder mit dem Vater vereint sein würde. Mit dieser Gewissheit konnte er aufrecht und erhobenen Blickes den Soldaten entgegentreten und sagen: Hier bin ich. Ich bin der, den ihr sucht. Mit dem Vater eins zu sein, zu wissen, ich bin nicht allein, nach Hause zu gehen und zu wissen, da ist einer, der mich mit offenen Armen empfängt. Ist das nicht unsagbar schön? Es macht Mut. Es gibt Kraft und Zuversicht. Es lässt mich den Rücken gerade machen und den Blick fest nach vorne richten. Ich muss so um die 17 Jahre alt gewesen sein. Mit 17 ist das Verhältnis zum Vater selten harmonisch. Man geht eigene Wege, Wege, die sich von den Eltern trennen. Nicht, dass mir das nichts ausgemacht hätte, im Gegenteil, ich litt auch darunter. Aber zum Glück war da mein Pfarrer, mit dem ich darüber reden konnte. Und ungefähr zu dieser Zeit, da schrieb mir eine Brieffreundin, dass sie auch so gar nicht mit ihrem Vater zurechtkäme. Nicht irgendein aktueller Streit, nicht irgendetwas Konkretes, sondern einfach nur, dass sie ihn nicht verstehe und sie andauernd aneinander gerieten. Und ich konnte das gut nachvollziehen. Vielleicht lag es daran, dass es mir auch gar nicht so viel anders ging. Auf jeden Fall kamen wir darüber ins Gespräch. Vielleicht war es auch eine natürliche Entwicklung. Jedenfalls schrieb sie mir kurze Zeit später, dass es schon viel besser ging. Manchmal trennen sich Wege. Und da ist es gut, wenn man weiß, da ist jemand, der wartet auf dich und der steht zu dir. Der himmlische Vater und der irdische Jesus haben wieder zusammengefunden. Mit dieser Vereinigung hat Jesus auch für uns den Himmel geöffnet. So wie er jetzt wieder mit dem Vater vereint ist, so sind wir durch sein Wort auch mit ihm vereint.
Die Einheit, die Jesus mit dem Vater verbindet, gibt er uns weiter. Wir gehören dazu. Jesus öffnet uns die Tür, lässt uns erkennen, dass auch wir geliebte Kinder Gottes sind. Eine offene Tür, in der uns Liebe entgegenkommt. Wie schön ist dieser Gedanke, besonders in einer Zeit, wo immer mehr Türen vor uns verschlossen werden. Angst, Missgunst, kritisches Beäugen bestimmen immer mehr unseren Umgang miteinander. Doch hier wird mir eine Tür geöffnet, durch die mir Liebe entgegenkommt. In den beiden Schulen hier in Neuwied, in denen ich auch arbeite, höre ich oft von den Schülern und Schülerinnen, wenn es zu Hause gar nicht mehr so richtig geht und wenn sie es dort nicht mehr aushalten. Gerade als wir in den Schulen, die beide für einen sehr großen Bereich zuständig sind, das Internat schlossen, hatten wir bei manchen Jugendlichen doch große Bedenken, sie nach Hause zu entlassen. Und so einige wollten auch nicht nach Hause. Da waren dann wirklich konkrete Konflikte dahinter. Oft war es ein massiver Konflikt mit den Eltern und meist mit den Vätern. Und bei manchen Jugendlichen konnte ich das wirklich sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite auch die Jugendschutzorganisation befürchten ja auch während der Kontaktsperre eine große Dunkelziffer an Gewalttaten an Kindern. Und auch das hat überwiegend etwas mit den Vätern zu tun. Auf der anderen Seite, viele Kinder wachsen auch ganz ohne Vater auf. Was haben die wohl für ein Vaterbild? Jesus nennt Gott seinen Vater. Wie mag man das verstehen, wenn der eigene Vater nicht gerade zum Gelingen des Lebens beigetragen hat? Aber Jesus hat da wohl ein anderes Bild. Und davon hat er auch erzählt. Jesus sagt: Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und die an mich glauben, haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Damit ist der Himmel schon mitten unter uns, wo im Sinne von Jesus gelebt und gehandelt wird. Wenn ich diese Liebe Gottes in mein Herz lasse, sie in mir wirken lasse, spüre ich die offene Himmelstür hier auf Erden. Das bedeutet, sensibel und offen füreinander da sein und miteinander umgehen. Offene Ohren für die Nöte und Belange der Mitmenschen haben. Helfende Hände für alle haben, denen wir begegnen. Vor allem denen gegenüber, die meine Nähe und Zuwendung brauchen. Sich nicht abschotten und verkriechen, nur bedacht um das eigene Wohlergehen und die eigenen Bedürfnisse. Diese Liebe, die mir selbst zuteil wird, auch weitergeben. Dankbar zu sein für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Unsere Kinder. Mit ihnen gemeinsam mein Leben zu gestalten, für sie da zu sein, sie mit Fürsorge zu umgeben, ihre Bedürfnisse zu achten und ihnen beizustehen, mit ihnen und an ihnen zu wachsen. Dann erleben wir den himmlischen Vatertag auch hier auf Erden. Amen. Wir sind weiter ansprechbar.
Wenn Sie Kontakt suchen, wenn Sie etwas brauchen, dann greifen Sie zum Telefon oder schreiben Sie uns eine Mail. Kontaktieren Sie uns über Facebook, WhatsApp oder Instagram. Unter Windevangelisch sind wir für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein Abo dalassen. Den nächsten Online-Gottesdienst feiert mit Ihnen Predikantin Margarete Moritz und Pfarrer Heiko Erhardt in der Evangelischen Kirche in Feldkirchen. In diesen Wochen können Sie Ihre Kollekte auch online geben. Gesammelt wird heute für das Evangelische Bibelwerk im Rheinland, das Sie für die Bibelverbreitung in der Welt einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter ekir.de/klingelbeutel. Lassen Sie uns Fürbitte halten. Herr, unser Gott, die Krise, in der wir sind, macht so manche Ungerechtigkeit deutlicher. Schlachthofmitarbeiter, die sich in viel zu engen Unterkünften anstecken, Flüchtlinge, die auf engstem Raum leben müssen, Pflegekräfte, die unterbezahlt sind. Wir bitten dich, gib uns Kraft, Fantasie und Einsicht, Ungerechtigkeiten zu sehen und zu ändern und uns einzusetzen für Gerechtigkeit, wie du sie willst. Herr, unser Gott, für viele Menschen schließen sich Türen, sie vereinsamen, weil Treffs schließen, Veranstaltungen, wenn überhaupt, nur auf Abstand möglich sind. Gruppen von der Kinder- und Jugendgruppe bis zum Seniorentreff nicht durchgeführt werden können. Schenke uns Fantasie, auch in den Zeiten der Kontakte auf Abstand, herzliche und warme Formen zu finden, in Kontakt zu bleiben und Einsamkeit aufzubrechen. Herr, unser Gott, wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen, für Politiker und Wissenschaftler, für Polizei und Menschen im Gesundheitswesen. Schenke ihnen Kraft und Bewusstsein für das, was wichtig und gerecht ist. Herr, unser Gott, wir bitten dich auch für die Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und nicht so Abschied nehmen können, wie wir es gewohnt sind und es uns Trost gibt, die keine Schulter finden, sich wirklich anzulehnen, die kaum eine tröstende Umarmung bekommen. Das macht es uns noch schwerer, Abschied zu nehmen. Lass uns Formen finden, die Trost spenden, der trägt mit und ohne Worte. Aber auch für die bitten wir, die jetzt einen geliebten Menschen auf dem letzten Weg begleiten wollen und da die Grenzen noch deutlicher spüren, als sie schon immer sind. Alles, was uns noch bewegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Christus uns gelehrt hat. Heute singen wir das Unser Vater. Gegen dich und dein Gebot, lehre uns zu
wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die vor euch liegende Zeit und möge Gott euch umhüllen mit dem Mantel seiner Liebe. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.